Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Part dieser Mod-Vorstellung und heute geht's um die richtig harten Maschinen. Viel Spaß! Und wir fangen direkt mal an mit dem Improved Blast Furnace. Man braucht hier so Reinforced Blast Bricks, macht einen Rechtsklick drauf und hat dann den Improved Blast Furnace. Dieser hat den Vorteil, dass er zum einen schneller ist, und dass man ihn automatisieren kann. Man kann hier oben die Ressourcen reinpumpen und hier vorne rauspumpen und hier auf der Rückseite könnt ihr Slag rauspumpen. Außerdem kann man diese Blast Furnace Preheater einmal links und einmal rechts anschließen und dadurch ist er noch viel schneller. Ansonsten funktioniert er aber genauso. Er braucht Coke Coal und Iron. Ich habe jetzt mal einfach Block of Coke Coal und Block of Iron, es funktioniert genauso. Und sobald ihr die reinlegt, seht ihr, dass die Dinger hier angehen. Die verbrauchen dann Strom, auch nur dann, und beschleunigen das Ganze. Und ihr seht, wir haben hier einen ganzen Block Eisen drin und der geht für die Verhältnisse, dass es ein Block ist, relativ zügig durch das ganze Gerät durch. Also ist der Improved Blast Furnace schneller wie das, geht es leider nicht. Aber das ist schon mal deutlich schneller, als der normale Blast Furnace hergibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Gerät. Und das ist der Core Sample Drill. Und zwar ist es folgendermaßen. Bei Immersive Engineering werden in jedem Chunk oder wird in jedem Chunk ein Ore-Chunk generiert. Den könnt ihr nicht abbauen, der ist nur virtuell da. Und um zu erfahren, was für ein Chunk das ist, braucht ihr diesen Core Sample Drill. Wenn ihr hier einen Rechtsklick drauf macht, ihr seht, ich habe schon ein paar Prozent mal gebohrt. Wir wollen das jetzt mal fertig bohren. Und er sagt uns jetzt dann gleich, jetzt, no minerals found. Okay, in diesem Chunk sind zum Beispiel keine Mineralien. Es können aber auch zum Beispiel ein Eisenchunk hier sein. Oder es könnte auch ein Netherquarz-Chunk sein, auch hier in der Oberwelt. Also ihr müsst mit diesem Gerät quasi schauen, was ist im Boden. Und dann könnt ihr das abbauen. Und zwar mit dieser Maschine hier. Das ist der Excavator. Ungefähr die teuerste Maschine im ganzen Spiel oder in der ganzen Mod. So sieht es aus, wenn man es noch nicht fertig gebaut hat. Wir bauen es mal fertig. Moment, ich muss kurz den richtigen Block finden. Der hier war es. Das ist ein riesiger Schaufelradbagger. Und der baggert dann die ganzen Mineralien, die ihr hier gefunden habt, raus. Der braucht viel Energie. Ich habe hier drei HV-Anschlüsse dran. Der verbraucht meines Wissens standardmäßig 4000 RF pro Tick. Also genau das, was ein Dieselgenerator produziert. Und wir können den ruhig mal anschalten. Aber der wird wahrscheinlich jetzt nichts machen, weil in diesem Chunk leider nichts ist. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte es eigentlich vorführen. Aber gut, da kann man nichts machen. Man muss sich mir so ein bisschen Iron Ore holen. Genau, also normalerweise schaltet ihr den ein und dann baut ihr genau das ab, was der hier gefunden hat. Und zwar relativ viel, also sind schon ein paar tausend Items in einem Chunk. So, das Ganze könnt ihr dann mit den Conveyor Belts weiter transportieren zu dieser schicken Maschine hier. Und das ist der Crusher. Der Crusher crusht, wie der Name schon sagt, Ores. Wir werfen hier die Ores rein. Und dann crusht er die eigentlich. Also irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ach, sieh an. Jetzt hat er sich doch mal aufgeracht. Ach, wahrscheinlich, weil ich es schon angeschlossen habe, bevor ich das Building fertig gemacht habe. Ja gut, okay. Das ist halt so. Und jetzt seht ihr hier, wie der Erde abbaut. Und die Erde hier rein droppt. Hier kommt halt nichts raus. Außer Erde. Weil, naja, die Mineralien halt, also weil hier keine Mineralien drin sind. Und das war es jetzt, glaube ich, auch schon mit der Erde. Ja. Genau, der Crusher crusht jetzt das ganze Eisen. Und wie ihr seht, in der
ziemlich brauchbaren Geschwindigkeit, ploppt das hier dann raus und geht weiter. Und das sammelt sich aktuell vor dieser kleinen Maschine hier. Für die brauchen wir Graphitelektroden. Und das ist der sogenannte Arc Furnace. Quasi der Lichtbogenofen. Den wollen wir auch mal zusammenbauen. Moment, ich muss wieder den richtigen Block finden. Ihr müsst immer den richtigen Block erwischen. Das ist bei manchen Maschinen nicht ganz so easy. Ach, hier vorne der Eimer. So. Und die ganzen Sachen gehen jetzt hier rein. Und ihr seht jetzt hier ein Inventar. Standardmäßig verbraucht er pro Inventar-Slot, der gleichzeitig geschmolzen wird, 512 RF pro Tick. Das ist ganz schön viel. Müsst ihr wissen. Und er braucht diese Graphitelektroden. Ihr seht, wenn wir die reinstecken, dann sind die hier oben drin. Wir stecken die letzte auch nochmal rein. So, alle drei Graphitelektroden sind drin. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder einen kleinen Schubser. Damit der weiß, was hier los ist. So. Und genau. Und hier oben seht ihr jetzt, dass er arbeitet. Wir schauen jetzt mal rein. Und er schmilzt hier alle Erze, soweit es die Energieversorgung zulässt. Ihr seht, der verbraucht wirklich viel, weil ich habe hier von der Creative Bank mit 3 Haferwire angeschlossen. Ihr wisst noch, wie viel die übertragen. Und dann geht ihr hier los. Wobei, ihr seht den Output. Ihr seht die Geschwindigkeit, in der das Ding hier schmilzt. Also, wir kommen gar nicht nach mit dem Liefern. Also das ist schon wirklich ordentlich. Und diese Elektroden, die nutzen sich ab. Das müsst ihr im Auge behalten, die ab und zu mal auszutauschen. Die können sich auch je nach Modpack schneller oder weniger schnell abnutzen. Das ist auch Konfigurationssache. Ja, das wäre dann der Arc Furnace. Ihr könnt hier übrigens auch Alloys machen. Also indem ihr hier das Grundmaterial reinmacht und hier dann das entsprechende Alloy. Auch von Ender.io zum Beispiel. Hier einfach Eisen rein und hier Redstone und dann kriegt ihr hier Conductive Iron. Also damit kann man Alloys machen. Wir können hier mal draufklicken, dann seht ihr auch, Kupfer und Nickel ergeben Konstantan. Gold und Silber Elektrum. Ja, und wie gesagt, funktioniert für andere Mods genauso. Dann gehen wir mal eins weiter zu der Maschine, bei der sich jetzt schon alles stapelt. Und zwar ist das die Presse. Wir klicken hier mal drauf. Das hier ist die Metal Press. Und ich habe hier... Nee, okay, ich dachte, ich habe gerade alles weggebackt. Ich sammle das mal ein. Und diese Metal Press, die presst Metall, wie es der Name schon sagt. Aktuell nicht, weil wir haben keine Presse eingelegt. Aber wir nehmen uns hier einfach mal so eine Presse. Legen die hier rein. Und werfen dann hier ganz viel Eisen drauf. Und jetzt sollte eigentlich das Ganze hier funktionieren. Ach, sicher wieder genau dasselbe Problem hier. Ja, okay, ich habe nicht damit kalkuliert, dass die hier so Probleme machen, wenn ich das schon anschließe, bevor ich es zusammenbaue. Aber okay. Damit müssen wir jetzt gerade leben. Ja, genau, jetzt funktioniert. Ja, genau. Und ihr seht, das Eisen geht hier rein, wird gepresst. Und geht weiter. Na, ihr geht jetzt da rein. Das wartet auch schön brav hier, bis es gepresst ist. Und diese gepressten Platten, die gehen jetzt hier rüber und warten vor diesem Gerät. Und das hier ist der Crafter. Und ich hoffe, ich baue ihn jetzt richtig zusammen, wenn ich hier klicke. Dann habe ich ihn genau falsch zusammengebaut. Mist. Je nachdem, von welcher Seite aus ihr klickt, ist die Durchflussrichtung anders. Genau, jetzt ist es richtig. Werfen wir es mal rein. Und die Items gehen hier rein und werden hier automatisch vercraftet.
Ja, immer diese Vorführeffekte, aber ich wollte es gerne zusammenbauen, sodass ihr seht, wie es davor und danach aussieht. Aber wir kriegen das ja alles hin. Wir sind ja hier schließlich Profis allesamt. So. Wir legen hier mal ein Crafting-Rezept rein. Und dann seht ihr, wird hier automatisch alles, was hier an Ressourcen reingeht, durchgecraftet. Und der kann 3 Crafting-Rezepte gleichzeitig craften. Also, der ersetzt quasi 3 Auto-Crafting-Table. Und dann gehen wir mit den Conveyor-Belts hier in eine Kiste. Und das wird dann hier alles gespeichert. Und zum allerletzten Block, den können wir uns auch noch anschauen. Das ist die Bottling-Maschine. Und die ist eigentlich ganz einfach. Wir schließen hier eine Conveyor-Belt an, die irgendein leeres Gefäß hat, zum Beispiel Eimer. Pumpen hier Flüssigkeit rein, zum Beispiel Wasser. Und die ganzen Eimer werden hier mit dem Wasser befüllt. Und so könnt ihr alles Mögliche befüllen. Wenn ihr zum Beispiel Thermal Expansion habt und ihr möchtet Redstone-Leitungen befüllen, dann macht ihr hier einfach Redstone-Leitungen hin. Hier macht ihr flüssiges Redstone, Destabilized Redstone, genau. Der befüllt es dann. Das ist quasi wie heißt die Maschine nochmal bei Thermal Expansion? Ich vergleiche das immer mit Thermal Expansion, weil die halt so bekannt ist, die Mod. Das ist ein Fluid Transposer, genau. Nur, dass er halt deutlich schneller als ein Fluid Transposer ist. Also in einem so Umlauf, wie ihr hier seht, die Geschwindigkeit wird eins aufgefüllt. Also das ist echt schnell. Ja. Und so kann diese ganze Anlage hier funktionieren. Und die würde jetzt, wenn hier ein Eisenchunk wäre, würde die jetzt dauerhaft Eisenplatten herstellen. Und so könnt ihr eine riesige Fabrik bauen. Ja, das war's dann soweit mit Immersive Engineering. Ich hoffe, euch hat die Mod-Vorstellung gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Mod. Die Beschreibung zur Mod und der Download-Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Bis dann, tschüss!